Na, kommt euch das irgendwie oder kommt die Caruso das irgendwie bekannt vor, wenn du das kennst? Mr. Betty blocked the way. Mr. Betty ist auch ein Gegner, der in allen drei Marvel-Teilen schon bisher vorkam. Von daher, es gibt Gegner in Marvel, die kommen immer in jedem Teil vor. Und Mr. Betty ist einer davon. Ich kann den Rhythmus übrigens absolut nicht. Scheiß up this situation. Mr. Betty fällt a little strange. Nee, ich kenne den Song nicht. Echt nicht. Scotland. Schade, ich dachte. Moment, YouTube. Was ist das gewesen? Nee, das war's hier. Das ist nämlich die Batman-Theme. Zumindest der Anfang ist die Batman-Theme. Erkennt man natürlich nur, wenn man es kennt. Von daher, das ist eine von diesen Anspielungen, die ich meinte auf die Popkultur. Allgemein eine Anspielung. Weil Marvel macht sowas gerne. Sonst, ich schon gesagt, die Tui und deren Komponisten machen sowas gerne. Solche musikalischen Anspielungen im Ost von Marvel. Weil ja. Ich muss kurz aufpassen hier. Doch, Batman kenne ich nur, der Ingame-Sound ist ein bisschen leise. Echt? Dann mache ich es mal ein bisschen lauter. Ist auch nicht zu laut geworden. Ach, ich kann das nicht. Ach, Mist. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, das Theme. Das ist selber angegriffen. Ja. Ich sag, das ist eigentlich gar nicht so leicht, wenn du halt kein Taktgefühl hast. Ist das echt nicht leicht, das da rauszuhören. Ich hoffe, ich bin jetzt noch laut genug. Ich würde sagen, dass es mir 15% zu laut ist, die Musik. Also, ich kann es ja anpassen. Das ist echt ne, das ist eine echte Fledermaus. Ja, das ist eine echte Fledermaus. Na komm her, Mr. Betty. Ich krieg die Kombos nicht hin. Alter, smash mich nicht. Ja, du kannst gerne Strange werden, das ist Verwirrung. Ja gut. Ich meine, hier ist es nicht so schlimm, wenn wir mal das nicht treffen. Weil das ist ja echt noch verkraftbar. Das Schwierigkeitsgrad ist ja nicht so hoch wie in dem Insane Hack. Von daher. Hey gut, Isaac B. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, der ist glaube ich irgendwo im Wald. Wenn ich mich nicht erinnere zu dem Zeitpunkt hier. Und sammelt Pilze oder sowas. Nein, der ist nicht Mario. Ja, übrigens dieses Geruckel, dieses Aufgeruckel, das kann auch manchmal auch vorkommen. Das ist ein Emulator-Problem oder ein Problem von der Übersetzung. Wurde aber, glaube ich, auch nie, selbst nicht in der ersten Version behoben, weil das ist halt so ein Problem. Das ist wegen dem ganzen Aufbau, wegen dem ganzen Kram hier und so. Kann es einfach. Spiel programmieren ist nicht einfach und übersetzen absolut nicht. Das ist noch schwieriger. In so einer ROM. Ah, ja, Thomas. Oh ja, Thomas, komm. Oh ja. Ah, ja. Gehacke. Naja. Oh Mann, ey. Die dumme Anspielung mal wieder. So. Na, 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 na
Weißt du, warum ich das. Ich habe übrigens das Spiel ein bisschen lauter gestellt. Weißt du, warum ich das gesenkt habe, dieses Lied? Wegen dem hier. Tja, so. Deswegen habe ich das nämlich gerade gesendet, weil das, weiß nicht, ob man es gehört hat überhaupt, ob es überhaupt laut genug ist jetzt. Und ich muss das noch ein bisschen lauter stellen. Das ist doch Batman. Ja, das ist Batman. Mr. Betty's Theme, Mr. Betty Twist heißt das Lied. Das ist eine Anspielung darauf. Also sogar jeder Gegner, oder fast jeder, sehr viele Gegner haben hier eine eigene Theme in dem Spiel. Oh, ich habe sogar getroffen. Wow, das war Zufall, weil ich wieder gebammt habe. Gebammt, ja, gehämmert habe. Enter gehämmert habe. Man, hier geht das ja noch. Das ist noch ein Leben. Schwierigkeitsgrad. Aber, ja. Oh, hallo Bronson. Bronson. Oh, Fritz. Ja, keine unter 18. Ach so. Stimmt, du bist unter 18. Scheiße, ist ja unter 18. In too much smoke, light and the sun through still and black yet. I'm pretty sure they are stuck inside the forest. Don't worry about me, go help them. Na dann. Mal sowas würde heutzutage auch nicht unbedingt jeder machen. Guck dir mal an, wie die Leute auf der Straße, wenn irgendeiner irgendwie zusammengeschlagen wird oder so, da gehen die alle zusammen und die hier, die helfen sich gegenseitig bei dem Feuer. Da würden die meisten Leute auch weggucken. Ganz ehrlich. Wer würde denn sich heute dann noch helfen? So. Da haben wir wieder eine von diesen Schweinemasken. Oder Pigmasks. Pigmasks. Oh, sorry, ist das nicht schlimm. Ey, ich mach mir da nichts draus. Wenn halt Leute unter 18 sind, dann ist mir auch scheiße. Wir haben sowieso 4 Uhr morgens, 2 Uhr. Eigentlich 3 Uhr morgens, 2 Uhr. Ja, guck mal, wir haben neuen Gegner. Ein Yam-Monster! Ein Kartoffelmonster! Nom 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 nom, das essen wir gleich mal auf. Das ist übrigens Dangerous Geist, das Lied. Naja, wenn ich mir meine Grenze so anschaue, ist das mir doch schlimm. Das Lied dürfte ich alles so ein bisschen besser hinbekommen. Ah! Ist gar nicht so schwer, wenn man es erstmal hinbekommen hat. Ja, gut. Das ist jetzt echt doch. Ey, das ist so ein Unterschied, Alter. Bei den Vieh hätte ich jetzt. Was hätte ich, glaube ich, das Dreifache. Nee, das Doppelte an HP gehabt, wenn ich jetzt im Internet hack wäre. Alter, das ist so ein. Das ist so ein. Wow, du streamst schon seit 6 Stunden. Ja. Sehr lange. Kann doch noch länger dauern, wahrscheinlich. Wenn alle noch da bleiben. So. Das Problem ist aber auch, die Gegner geben weniger HP. Im Instant Hack geben die, glaube ich, das Doppelte an EP. Ich habe HP, hab HP gesagt, glaube ich. EP meine ich. Und wir leveln also weniger. Von daher muss er anstrengend sein, oder nicht? Es geht. Wenn man abends mal labert, wenn man sowas trinkt zwischendurch. Und wenn ich was am Einschlafen bin, dann will ich halt schlafen gehen. Also ein 24 Stunden Stream wird es nicht dafür sein, die dann sowieso irgendwann alle weg. Aber wir haben es morgen Sonntag, was soll's? Ich habe morgen, glaube ich, nichts vor. Großartig. So, Level 8, sehr gut. Hab hier 6 auf dem 2, Defense 2, EQ 1, Speed 1. Und einen Upgrade. Nom 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 nom. Ich werde vielleicht irgendwann mal eventuell 24 Stunden Stream machen können. Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Komm einfach mal. Ja, ich bin so. Bin auch gerade so doof wie die vom Bus. Na ja, gut. Solange das hier noch so funktioniert, soll es mir recht sein. Das ist echt ein gewaltiger Unterschied zwischen Insane und normal, ganz ehrlich. Das ist so viel schwerer. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Thomas könnte auch richtig was machen.
Ja, Mann. Na gut. Also eine Combo, wenn man hier eine 16er Combo bei Liquid landet, ist das glaube ich schon tot. Muss man selbst erleben. Ja, oder das ist vielleicht nur gerne gucken. Ja. Hier hat man schon mal unseren ersten Zwischenboss, vor den würde ich mich gerne mal heilen kurz. Bevor ich da jetzt weitergehe. Ich glaube für mich wäre das Spiel unmöglich, dass mein Taktgefühl gleich 0 ist. Das ist alles eine Übung. Das ist echt alles eine Übung. Mehr ist das nicht. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Parapeter, das ist eine Nuss, das wird reichen. So, hallo. You never seen a bug like this before. Hallo, Leiter. Leiter! Alter, falsche Stimme. Hey, Leiter! You alright? Ich mag aber dieses System einfach, weil das halt einfach. Du musst dich halt auch mit der Musik im Spiel auseinandersetzen. Das finde ich ja das Geile dran. Das sind einfach die meisten, die beachten die Musik gar nicht, wenn ich mir viele angucke von heute. Die ist Musik einfach. Ach, ich weiß nicht. Es ist halt. Naja. Fritz! Oh, and Thomas! Damn it! Try to beat these things up, but more just keep coming. Coming. I can't get past them. Musik ist wichtig in Videospielen. Sehe ich auch so. What is that thing? A bug? Don't know. Ohne die würde was fehlen. Ja, besonders in manchen Szenen. They are going around the forest lighting fires. But never mind, that fuel still at home. Auf jeden Fall ohne falsche Musik ist ein Spiel Schwachsinn. Wenn ich mir manche Big Maker-Spiele angucke, ich finde es auch ein Unding, wenn Spiele die Musik nicht lang genug laufen lässt. Dass man die einfach die Atmosphäre dadurch wird auch dir gut gemacht, wenn du ständig die Musik wechseln hast. Oder eine Unart in den gesprochenen Dialogen dann die Musik komplett auszumachen. Das ist so eine Unart in den neueren Spielen. Bäh. Naja. What? Fürstel in the check? Fritz, you go have fuel. I'll look after Leiter. Ich rede das irgendwie gerade so ein bisschen teilweise wie so ein einer mit Dialekt. Fritz, if you're gonna use that lamb as a weapon, be sure to equip it first. It's completely useless, aber weiß. Na dann. Wir schlagen mit Holz, riesigen Holzstücken um uns. Wir sind voll der Anarcho-Typ und so. Naja. Auf geht's. Erster Miniboss. So sagen. Hier dürfte eigentlich einfach sein, aber naja. Der Firefly and his cohort suddenly attacked. Die beste Taktik für diesen Kampf, wenn ihr das Spiel mal selber spielen wollt, ist Swing. Mehr braucht ihr eigentlich nicht zu machen. Ja gut, außer sie feuern Feuer. Fire up and charge und sowas. Das ist übrigens PK Fire. Das ist ein Feuermagie halt. Was die da machen. Das ist die Animation für PK Fire. Ja, du kannst gerne um mich rumfliegen, das macht mir nichts. Feuer macht nicht so viel Schaden wie ihre scheiß Charge-Attacke da, ey. Alter, zwei Schläge und die sind schon tot. Das ist echt ziemlich. Alter, das ist so ein Unterschied hier. Alter. Oh mein Gott. Was sagt ihr eigentlich zu den Hintergründen in dem Spiel? Ich finde genial, diese psychedelischen Kunsthintergründe irgendwie. Ich finde die cool. Ich finde das eine coole Idee von dem Spiel. Sehr schön. Sind vielleicht minimalistisch die Hintergründe, aber ich finde sie cool. So, bevor wir jetzt zum nächsten Zwischenboss gehen, werden wir uns erstmal heilen. Das bisschen Feuer, was soll's, haben wir eh dann weg. Und dann nochmal zum nächsten, bevor wir hier oben hingehen und nehmen wir nochmal alle Gegner mit. Müssen wir sowieso, weil das Vieh gerade mich angegriffen hat. Ja. Ach ja, gerne kannst strange werden, ist mir egal. So, danke. Die gehen selbst schon mit zwei Schlägen down. Alter, wie stark wir auf einmal sind, ey.
Und das alles nur durch das Holzstück, ne? Das ist, glaube ich, ganz schön viel Aufwand hochgebracht. 34 und 8 heilig. Also ich finde, das Spiel ist echt gut gebalanced. Ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Let's in Nord springen. Yay. Hallo, Safe Rock. Ein linkes Ohr tut langsam echt ein bisschen weh. Das Headset so langsam drückt. Ich muss mal das Ohr massieren, lass uns abgehen. So. Ach komm her, Mr. Betty, du gibst CP. Ach, Level 9, sehr schön. Sehr gut. Weiter geht's. Farodin und weiter geht's. ja. Aua. Ist Feuer. Macht so nur einen Schaden, aber trotzdem. So, wir spielen das jetzt mal ein bisschen kurz vor. So, und tschüss. Ich müsste zwar eigentlich Kombos üben, aber ich glaube, ich werde eh nicht besser da drin, von daher. Wir machen echt kaum Schaden, die Viecher mehr, glaube ich. Aber wir sind immer in Erfahrungspunkte, vielleicht gehen wir noch ein Level, wo wir kamen. Naja, dann noch ein bisschen. Ich habe echt gesagt, lieber ein bisschen overlevelt, bevor ich hier.